Diabolo gefragt, Pete Smith. Wie viele Kontakte habt ihr circa in eurem Telefon eingespeichert? Ich habe in meinem Telefon 889 Kontakte gespeichert. Keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Wahrscheinlich ist das gar nicht so viel, obwohl die Zahl relativ groß ist. Aber ist auch über all die Jahre gesammelt. Ehrlich gesagt, gar nicht so viele. Ich habe da letztens ausgemistet, denn mir ist irgendwann mal aufgefallen, da sind noch Leute drin, irgendwie aus der Uni-Zeit. Ein Eintrag war noch Oma, obwohl die schon lange tot ist. Deswegen habe ich da mittlerweile mal aussortiert und die entsprechenden Accounts gelöscht. Ich kann dir leider keine Zahl sagen, denn unter Kontakte gibt es keine Anzeige, so hey, du hast 256 Kontakte oder so. Aber gefühlt nicht viele. Beziehungsweise geschätzt. Oder getippt? Nein, nicht geraten. Ich würde tippen, nicht viele. Ich würde jetzt Pi mal Daumen 100 sagen. Also sind jetzt nicht so krass viele. Ich glaube, da gibt es deutlich mehr. Ja, ungefähr 100 hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Google-Kontakte waren es 367, aber ich habe mittlerweile mehr. Die sind allerdings dann nicht mehr bei Google, sondern bei iCloud. Und iCloud zeigt mir natürlich nicht an, wie viele Kontakte ich habe. aber es sind ein paar mehr geworden. Ich würde mal tippen 400 so um den Dreh. Ich habe 437, ich könnte jetzt noch 17 Leute löschen, weil davon habe ich auf jeden Fall viele, die gelöscht werden können. Ich würde frech behaupten, über die Hälfte kann ich löschen, weil die einfach, ihr habt die über all die Jahre mitgenommen. Das heißt, aus der Schulzeit, aus der Uni-Zeit, aus der Arbeitszeit, aus der anderen Arbeitszeit und auch so aus der Kindheit sogar noch. Also da sind viele wilde Sachen drin. Die Hälfte der Nummern gibt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr, weil niemand die unbedingt immer direkt mitnimmt. Aber 437, ja.